Willkommen zum zweiten Teil der fünften Lektion. Wir fangen hier an mit dem Thema Layouten. Also jetzt geht es darum, wie komme ich überhaupt zu so einem Planlayout? Wenn Sie sich die erste Übung anschauen, dann sehen Sie, hier geht es darum, so einen Plan zusammenzustellen. Das Ganze ist allerdings schon ein bisschen vorbereitet. Das heißt, das eigentliche Layout ist bereits in der Vorlage enthalten, die Sie öffnen. Das sieht so aus. Ja, wenn Sie auf Plan sehen, dann sehen Sie, das ist zwar nicht so perfekt wie in der ersten Übung, im ersten Teil, den beiden ersten Übungen. Allerdings ist das Layout selber schon da und deswegen möchte ich jetzt hier nochmal einschieben, wie kommt man überhaupt zu einem Layout. Deswegen hier eine kleine Fußnote. Wenn Sie noch gar kein Layout haben, ich meine, Sie sind im Modellbereich und möchten ein Layout erzeugen, gehen Sie in die Registerkarte Layout. Die ist jetzt versteckt. Ah, okay. Logisch, die ist nur dann verfügbar, wenn sie im Layout sind. Ja, ich bin ja im Modellbereich, deswegen komme ich da nie rein. Ein Layout ist immer vorhanden. Ja, Sie können nicht das löschen, das dürfte nicht funktionieren. Beziehungsweise, wenn Sie es machen, dann kommt immer ein Vorlage-Layout. Lass mal demonstrieren. Ich gehe jetzt hier auf Löschen. Sage mal ja. Dann sehen Sie, da kommt dieses. Das Standard-Layout rein, geht auf rückgängig. Und wenn Sie jetzt neues, das Standard-Layout können Sie natürlich ändern, oder Sie können hier auf Plus gehen und neues Layout anlegen. Geht es mal auf Neu. Und jetzt haben Sie hier das Layout erzeugt, da ist momentan nichts drin, beziehungsweise ja, irgendwas, ja, das was da quasi standardmäßig so eingestellt ist. Und jetzt können Sie das entsprechend noch einstellen. Jetzt kommt nämlich diese Registerkarte, die ich hier vermisst habe, ja, also im Modellbereich. Wenn Sie das sehen, da reingehen, finden Sie diese Registerkarte nicht. Sobald Sie aufs Layout gehen, können Sie das hier dann entsprechend konfigurieren. Ich gehe jetzt hier auf Layout und hier finden Sie auch mal die Möglichkeit neu oder neu von Vorlage. Dann können Sie quasi eine Layout-Vorlage verwenden. Zum Beispiel könnten Sie jetzt hier sagen, ich nehme mal hier eine Layout schon aus der bereits vorhandenen AutoCAD-Vorlage und muss hier alles nochmal neu machen. Auch das können Sie über das Design Center sich reinholen. Und wenn Sie das erzeugt haben, wie zum Beispiel hier, dann können Sie hier einfach auf die Seiteneinrichtung gehen und das entsprechend einstellen. Sie sehen hier meine zwei Layouts, PDF-Plan und dann hier Layout. Und wenn Sie auf Ändern gehen, können Sie hier das Ganze einstellen. Hier oben, das ist das Wichtigste, wählen Sie die Drucker aus. Wenn Sie jetzt auf einen Plotter gehen wollen, hier im Haus, dann sollten Sie hier den Plotter wählen, einer von den beiden. Also der eine ist HP und der andere ist Canon. Wenn Sie jetzt, je nachdem, welche Drucker noch installiert sind, sehen Sie dann hier noch weitere Drucker und Sie können natürlich auch, falls Sie einen PDF-Creator haben oder was ähnliches, hier PDF auswählen, zum Beispiel hier PDF-Creator. Oder gibt, glaube ich, noch Adobe PDF oder was auch geht, Sie wählen direkt DWG to PDF, das finden Sie hier. Also hier können Sie meinetwegen jetzt von AutoCAD selber kommen, das quasi mit dieses Feature und dann können Sie die DWG in PDF transformieren. Sie können aber auch hier eine DWG, ein DWF erstellen. DWF, eplot, was ich suche, eigentlich noch JPEG. Hier genau, hier unten haben Sie jetzt noch, hier, wenn Sie Bilder erzeugen wollen, das ist für die Architekten ganz interessant, wenn Sie Ihre Mappen machen wollen mit InDesign, dann erzeugen die oft Bilder, JPEGs oder so ähnliches, dass Sie dann im InDesign kombinieren können. Geht natürlich auch mit PDF, aber hier können Sie dann quasi auch Bilder erzeugen. Ich nehme jetzt mal PDF. Dann wählen Sie hier das Format aus. Ja, je nachdem, welchen Drucker Sie gewählt haben, sind dann hier verschiedene Formate verfügbar. Hier können Sie jetzt eins auswählen. Ich nehme jetzt hier mal ISO A3, hoch oder quer, je nachdem. Nehmen wir mal hier das Ganze auf Hochformat. Das können Sie ja nochmal umdrehen. Auf Querformat. Ja. Können Sie dann ja nochmal invertieren, wenn Sie das hier unten einstellen. Dann nimmt man, wenn man Layout ist, immer Maßstab 1 zu 1. Das passt. Und hier können Sie sagen, was wollen Sie drucken? Das Layout macht in dem Fall Sinn. Dann haben Sie hier noch eine Vorschau, die Sie aktivieren können. Wenn wir da mal reingehen, dann sehen wir jetzt hier, das wäre jetzt quasi die aktuelle Vorschau. Geht auf Schließen. Dann, was ist noch wichtig? Hier sollten Sie mit Linienstärken plotten. Ja, das macht natürlich Sinn. Plot-Transparenz macht in unserem Fall jetzt wenig Sinn. Wir haben keine Transparenzen mit drin. Wenn Sie mit welchen hätten, dann könnten Sie diese aktivieren. Mit Plot-Stilen plotten, ja, das werden wir brauchen.
Zeige ich dann gleich. Papierbereich zuletzt plotten, das ist auch ganz praktisch, dass meinetwegen zuerst die Ansichtsfenster Modellbereich aus Modellbereich geplottet werden und zum Schluss der Papierbereich, damit das auch wirklich drüber liegt. Ja, das und Papierbereich Objekte können Sie aber auch ausblenden, ja, weil, falls Sie das brauchen. Dann Qualität können Sie noch einstellen, Präsentation oder maximal. Habe ich jetzt ja alles gezeigt. Ja, im Bereich, ach so, Plotstil. Und hier haben Sie noch verschiedene Plotstile, die Sie hier auch anlegen können. Bei Plotstilen können Sie quasi nochmal zusätzlich festlegen, wie sollen die Farben gedruckt werden, wie sollen die Strichstärken eingestellt werden. Das kann man im Plotstil einstellen. Ich gehe jetzt hier mal auf Monochrom und gucke mal die Eigenschaften an. Und dann sehen Sie hier die verschiedenen Farben. Und hier können Sie zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt, dass die Farbe Rot halt nicht schwarz, sondern ist ja monochrom eingestellt, deswegen wird die Farbe rot dann schwarz gedruckt, sondern meinetwegen rot sein soll. Ja, oder von mir aus eine andere Farbe. Und Sie können zum Beispiel auch sagen, dass diese Farbe halt, also alle Elemente, die diese Farbe haben, sollen mal eine bestimmte Linienstärke haben oder Linientyp, können Sie auch nochmal ändern. Und auch Linienstärke können Sie einstellen, wenn Sie das brauchen. Also das wird normalerweise von mir nie verwendet. Ja, aber manchmal macht das Sinn, vor allen Dingen, wenn Sie alte AutoCAD-Dateien haben, wo früher gab es diese Möglichkeit, nicht Linienstärken und Linienarten, also Linienarten schon, aber Linienstärken über die Layer einzustellen oder über die Elemente selbst, sondern früher wurde das alles über die Plotstile gemacht. Und deswegen, wenn Sie alte AutoCAD-Dateien haben, wird man manchmal das noch benötigen, dass man hier die Linienstärke einstellt. Oder wenn Sie meinetwegen aus irgendeinem Grund keine Lust haben, das in der AutoCAD-Datei zu ändern, dann können Sie auch hier nochmal extra die Linienstärken zu den Farben zuordnen. Ja? Das heißt, was meine ich hier mit Farben? Sie sehen ja, ich zeige das vielleicht nochmal, wenn Sie ins AutoCAD gehen, dass alle Elemente haben verschiedene Farben. Ja, das konnten Sie einstellen, entweder über die Layer, wenn Sie eine Linie haben, ich gehe mal Modellbereich, gehen wir hier auf so eine Linie, dann sehen Sie hier die Formateigenschaften, dann sehen Sie, dass die Farbe kommt hier vom Layer. Und Sie können jedem Element eine andere Farbe zuordnen und können dann quasi im Layout, beziehungsweise besser gesagt im Plotstil, dann nochmal sagen, wie soll diese Farbe, sprich dann auch das Element, das diese Farbe hat, gedruckt werden. Wie gesagt, das verwende ich eigentlich kaum. Ja. Diese Möglichkeit. Interessant ist eigentlich hier nur beim Plotstil, wenn Sie einfach einen auswählen, sagen Monochrom, dass hier sagen, okay, alle Farben sollen halt nicht gedruckt werden, sondern sollen schwarz sein. Ich habe mir gesagt, ich verwende die Farben eigentlich nicht für die Linienstärken, sondern nur um die Layer zu unterscheiden. Ansonsten haben die Farben für mich in der Regel keine Bedeutung. Deswegen verwende ich oft diese Monochrom-Einstellung. Ansonsten stelle ich hier so gut wie nichts ein. Es sei denn, ich bekomme manchmal aus irgendeinem Grund, dass ich irgendwas korrigieren muss, dann arbeite ich auch mit diesen Plotstilen. Oder wenn man wirklich farbig arbeiten will, dann macht natürlich Sinn, eventuell auch hier in diesen Plotstilen zu arbeiten. Das heißt, Sie haben hier nochmal eine Möglichkeit, zusätzlich über die Farben nochmal Einstellungen vorzunehmen und dort nochmal anders zu drucken. Für das erste Semester und für das Projekt können Sie sich merken, wählen Sie hier den Plotstil Monochrom, dann passt das. Dann müssen Sie eigentlich gar nichts weiter hier einstellen. Plotstile anzeigen macht auch Sinn. Und ja, jetzt haben wir eigentlich alles eingestellt. Jetzt gehen wir auf OK. Und können natürlich an jeder Zeit das wieder ändern. Gehen wir nochmal auf Umbenennen und geben den Layout noch einen Namen. Und jetzt haben wir hier unser Layout erzeugt. Ja, so können Sie Layout erzeugen, wenn Sie noch keins haben. Und im nächsten Teil werde ich Ihnen zeigen, wie man das Layout dann aber auch zusammenstellt, wie man damit arbeitet.